Test the Max. Killer kommen ja meistens leise und unauffällig, so auch dieser Kollege hier aus Fernost, der als vermeintlicher Allerweltsportwagen eingereist ist, um ein paar unbequeme Mitglieder aus der Familie der Supersportwagen zu liquidieren. Gestatten, der Porsche-Killer, sein Codename GTR, sein Auftraggeber, die Firma Nissan, steht zumindest drauf. Die Tarnung ist perfekt, er sieht aus wie ein typisches Coupé aus den 80er Jahren. Erkennen tut ihn keiner, außer vielleicht die Kinder, die mit ihm auf der Konsole spielen. Als Porsche-Killer muss er ja wenigstens ein bisschen das Maul aufreißen, so wie ein Kugelfisch oder wie ein Außenminister, der in jeden Rückspiegel trötet: Ihr kauft mir den Schneid nicht ab. Das Heck zeigt, wo der GTR am meisten eingesetzt wird, nämlich in den USA. Das sieht so sehr nach Corvette aus, dass ihn bestimmt kein Ami als unerwünschten Eindringling identifizieren wird. Es ist definitiv ein Killer und kein Bankräuber. Das merkst du sofort nach dem Starten. Es braucht nämlich einen Moment, bis du den Gang einlegen kannst. Also als Fluchtfahrzeug gänzlich ungeeignet. Innen gibt es viel Leder und viel Plastik. Sehr übersichtlich ist das Ganze. Sieht ein bisschen aus nach einer PlayStation. Und Nissan sagt ja auch, im GTR soll man sich so fühlen, als würde man ein Videospiel bestreiten. Und Überraschung, dieselben Designer, die Gran Turismo entworfen haben, haben auch hier die Grafiken auf dem Display gemacht. Wenn die Beifahrerin jetzt mal ein bisschen nervt, dann kann man zu ihr sagen: Du, Schatz, scroll dich doch hier mal durch das Menü. Lern doch mal die ganzen Werte auswendig, wie Längs-Querbeschleunigung, Bremsbeschleunigung oder Schlupfgier und Lenkwinkel. Und dann können wir uns danach in Ruhe drüber unterhalten. So, jetzt hauen wir hier auf der Startgeraden mal den Hammer rein. Und das ist brutal, wie sanft und brachial der abgeht. Das Getriebe, das schaltet durch, als wäre es eine stufenlose Automatik. Und die beiden Turbos ballern rein. Der zerrt an der Kette mit seinen 588 Newtonmeter, dass die wahre Pracht ist. In 3,6 auf 100, jetzt sind wir schon auf 240. In 12,4 ist der auf 200. Und die beiden Turbos, die lassen nicht mal ahnen, dass es irgend sowas wie ein Turboloch geben könnte. Also der setzt sämtliche physikalischen Gesetze außer Kraft, als gäbe es kein Luft- und kein Rollwiderstand. Sensationell. Sensationell. Der schiebt immer weiter an. Das heißt eigentlich immer nur: Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Der hat einen Drehmoment wie ein Hochleistungselektromotor. So ganz ohne Loch, ganz linear. Höchstgeschwindigkeit 309. Die Startbahn ist ja leider ein bisschen zu kurz. 303. Mehr werden wir jetzt nicht erreichen. Aber immerhin, die 6 Kilometer, glaube ich, verzeiht ihr mir. Irgendwo muss ich auch mal bremsen. Aber wie ruhig, trotz dieser Huppel, das Ding hier liegt. Das ist unglaublich. So, erste Schwachstelle habe ich dann doch entdeckt. Von wegen keine physikalischen Grenzen. 5-6 Mal hart bremst von Tempo 300 runter. Schon haben die Bremsen leichtes Fading. Ansonsten muss ich aber sagen, absoluter Rennwagen für die Straße. Es macht so verdammt viel Spaß hier mit der Kiste. Der lenkt ein wie ein Rennwagen, ohne dabei brutal zu sein. Ist sowas von spursicher. Das liegt natürlich auch an der Gewichtsverteilung. 55 vorne, 45 hinten. Wir haben ein Transaxle-Antriebssystem für alle, die heute zum ersten Mal Test Max gucken. Das heißt, Motor vorne, Getriebe hinten. Und das Beste an diesem Auto ist diese unglaubliche Traktion. Also der ist so schnell und so intelligent wie 10 Einstein zusammen. Sprich wie ungefähr 5000 Heidi Klums. Der verteilt in jeder Sekunde die Kraft optimal auf eine der vier Pfoten. Spursicher ist die Kiste und bewahrt immer die Contenance. In jeder Situation bleibt er gelassen wie ein Zen-Mönch bei der Teezeremonie. Ich habe das Gefühl, je härter du den GTR rannimmst, je schneller du fährst durch die Kurven, desto tiefer kauert der sich in den Asphalt rein. Unglaublich. Also der schiebt nicht vorne, der schiebt nicht hinten. Da kann man richtig neidisch werden, wie der seine innere Balance gefunden hat. Vielleicht liegt das ja auch an seinem Beruf, denn mit 80.000 Euro rund erledigt er seine Aufträge nicht nur mindestens ebenso gut wie die Konkurrenz, sondern auch noch zum Killerpreis. Test the Max.